Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Und beim letzten Mal sind wir doch tatsächlich in Mamoria City angekommen. Und da hatten wir eine nette Person getroffen, die uns zum Pokémon Museum geführt hat. Und wir gucken hier nochmal kurz drauf. Mamoria City Wissenschaftsmuseum. Klingt sehr wichtig. Und ich denke mal, wir werden tatsächlich hier reingehen und uns mal ein wenig bilden. Und für Kinder kostet der Eintritt 50 Poké-Dollar. Das ist ja reiner Wucher. Und dann werden wir uns ausnahmsweise mal ein wenig bilden. Was haben wir denn hier Schönes? Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Gucken wir uns mal, was ist hier unten? Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. So, was hat der Opa uns zu erzählen? Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Gut, mehr hat er uns nicht zu sagen. Dann werden wir mal ein Stockwerk nach oben gehen. Oh, hier ist ein bisschen mehr los. Ich hätte gern ein Pikachu. Ja, das hätte ich auch gern. Haben wir ja in der letzten Folge leider... Das eine Mal haben wir es besiegt und dann kam es einfach nicht mehr wieder. Mein Papa soll mir eines fangen. Gucken, bekommen wir jetzt vielleicht hier den Auftrag? Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Space Shuttle. Okay, was hast du zu erzählen? Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Komisch, in einem Pokémon-Museum eine Raumfahrtausstellung. Mondstein, was ist daran so einzigartig? Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Nun gut. Der 20. Juli 1969, die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Gut, so spektakulär ist dieses Museum nun wirklich nicht und ich denke, wir haben ja auch mit jedem geredet, alles erkundet und dann können wir hier auch wieder raus und ich denke, es war keine lohnende Investition und irgendwie kann man da auch noch rechts rein, aber ich glaube, wir brauchen jemanden, der diesen Baum da weghauen kann und ich glaube, das kann noch keins von unseren Pokémon. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Ich kann mich... Waren das die Pokémon? Doch, die Pokémon haben doch solche Sachen immer eingesetzt. Nun gut, dann ist das hier unten, glaube ich, die Arena. Gehen dann einfach mal rein. Denn unsere Pokémon sind ja alle komplett regeneriert. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir brauchen nicht den Weg zum Erfolg. Der Tipp ist kostenlos. Lass uns anfangen. Ich habe doch Nein gesagt. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Okay, das sind alles Sachen, die wissen wir natürlich schon. Hoppala. Und ich werde jetzt auch mal wechseln. Jetzt ist gar nicht so schlecht, dass er das hier angesprochen hat. Was ist denn jetzt hier gerade los? Ich möchte das doch gar nicht. Ich drück doch hier auf B. So, Moment. Probiere es aus. So, das klicken wir jetzt weg. Alles in Ordnung. Dann werden wir jetzt mal kurz unsere Pokémon wechseln. Und zwar tauschen wir es mit Bisasam. Und, oder wollen wir... Nee, wir wollen Ratzfratz ja gar nicht haben. Wir werden auf das Maximum gehen. Und da werden wir noch kurzzeitig vorher herausgefordert. Bleib stehen! Wo bist du, Kind? Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Sehr schöne Shorts hat er da an. Sehr modisch. Eine Herausforderung von Camper Georg. Kleinstein wird von Camper Georg in den Kampf geschickt. Und es ist ja ein Gestein-Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob da Pflanzenattacken so schlecht gegen sind. Aber wir werden auf jeden Fall Egelsamen einsetzen. Ist das völlig ineffektiv? Zumindest wurde er bepflanzt. Das ist ja schon mal ganz gut. Wow! Ein Volltreffer. 13 HP waren das. Genau, wunderbar. Der kleine Stein hat da auch sonst Schaden. Und wir benutzen jetzt nochmal Rankenhieb. Jetzt bin ich gespannt. Wow! Das ist sehr effektiv. Ah, das wusste ich ja gar nicht. Dieser Samen erhält 183 Erfahrungspunkte. Oh, Level Up. Dieser Samen erreicht Level 12.
Als nächstes wird Sandarm von Camper Georg eingesetzt. Nee, wir behalten das Pokémon. Und dann werden wir einfach wieder Rankenhieb einsetzen. Und hoffen, dass er sofort wieder... Oh, dieses Mal nicht. Was macht er jetzt? Ein Igler. Wahrscheinlich sowas wie Härtner. Genau. Und dann nehmen wir jetzt lieber mal nur den Tackle und er sollte ihn dann wahrscheinlich auch... Oh! Oh, 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 oh. Da müssen wir jetzt doch nochmal Egelsamen ein... Nee, nicht Egelsamen, sondern Rankenhieb. Ich hoffe mal, dass Rocco da nicht allzu viele Pokémon hat. Denn wir haben dann noch eine AP von 7 für diese Attacke. Und er hatte ja Onix und Kleinstein hatte er, glaube ich, auch. Mist, Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Hm? Paluten gewinnt 220 Pokédollar. Haben wir doch diesen blöden Eintritt für das Museum wieder raus. So, und jetzt stellen wir uns Rocco. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Ja, dann würde ich mal sagen, gib's jetzt was auf den Kopf für den guten Rocco. Eine Herausforderung von Leiter Rocco. Genau, jetzt wieder Kleinstein. Und er hat letztlich nur 2 Pokémon. Und Bisasam wird das hier aber ganz easy entscheiden. Schönen Rankenhieb. Oh! Wieder sehr effektiv. Und jetzt müsste normalerweise Onix kommen. Sofern sie hier irgendwas geändert haben. Ich denke mal nicht, es wird hundertprozentig Onix kommen. Als nächstes wird genau Onix von... Ah, es ist so cool. Und so Sachen von früher. Nein, wir wollen nicht das Pokémon wechseln. Wir wollen Bisasam ordentlich pushen. Jawohl, und da ist Onix. Und Rankenhieb. Oh, als erstes er darf anfangen. Was? Oh, und er hat daneben gehauen. Und wir hauen jetzt mit Rankenhieb ordentlich rein. Und das war's auch schon mit dem guten Rocco. Dieser Samen, oh, 324 Erfahrungspunkte. Schon wieder ein Level Up. Aber keine neue Attacke, schade. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrbietung. Paluten hält den Felsorden. Ui! Unser erster Orden und das war wirklich einfach. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit Glumanda ist diese Arena schwer oder mit Shiggy, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube mit Shiggy, weil diese Wasserattacken natürlich gegen Fels-Pokémon nicht ganz so gut sind. Und die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Okay. Oh, 1400 Pokédollar. Das ist mal ein sehr schöner Bonus. Oh, was ist denn TM39? Ein TM enthält eine Attacke, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihn begraben. Der Init-Wert des Gegners wird zugleich gesenkt. Okay, ist jetzt ja nicht ganz so spektakulär. Und da haben wir doch tatsächlich jetzt unseren ersten Orden abgesahnt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir gucken mal auf die Karte. Dazu müssen wir wieder in unseren Beutel. Oh, dann hätte ich A drücken müssen. Karte, okay. Und dann geht es wohl als nächstes auf der Route 3 am Mondberg vorbei und dann nach Azuria City. Und da müsste dann ja wahrscheinlich auch Misty auf uns warten. Und ich glaube, nach Westen geht es hier auch gar nicht. Ne, hier ist alles komplett zu. Und wir können ja noch ganz kurz mit der Dame hier unten reden. Gerüchten zufolge sollen die Pipi von Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Gut, schöne Nebeninformation. Und wir haben eigentlich alles... Wir können noch mal kurz hier in das Pokémon Center gehen. Damit wir unsere AP natürlich auch wieder aufgefüllt haben. Willkommen im Pokémon Center. Denn es ist ja... Wir werden jetzt wahrscheinlich auf dem Weg
auch relativ vielen Pokémon begegnen, die so sind wie Rockos. Und dementsprechend ist dann Bisasam wirklich top. Jedes Mal mit seinem Rankenhieb macht dann extra viel Schaden. Und warte mal. Hier war so, stand einer ganz links so ganz komisch im Trenchcoat. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg. Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Okay. Nichts Interessantes. Und ich denke, hier ist auch nichts mehr sonderlich Wichtiges. Können wir nochmal in das Haus reingehen? Was hat der Kleine hier zu berichten? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Gut, das sind alles Informationen, die wir natürlich schon kennen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute mir nicht so viele Sachen erklären, sondern... Oh, ist hier wieder ein Trainer? Was ist das hier? Marmoria City, die steingraue Stadt. Psst, weißt du, was ich hier mache? Ja, stimmt, es ist harte Arbeit. Oh, nee, Moment, ich weiß es nicht. Nein, ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Genau, das konnten wir, glaube ich, auch kaufen. Das müsste jetzt hier... Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Habe ich aber noch gar nicht gesehen. Oh, Paluten. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Oh, hallo. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Paluten hat die... Turbotreter? Paluten zieht die Turbotreter an. Drücke den B-Knopf, um zu rennen. Aber nur, wenn Platz ist. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. So, dann benutzen wir doch mal die Turbotreter. Ein Brief ist dabei. Hallo Paluten. Hier ein paar Turbotreter für meine geliebten Trainer. Denk dran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Ach so. Ah, das ist praktisch. Ah, das ist wirklich gut. So, dann kommt hier wieder ein kleiner Pokémon-Kampf. Was starrst du mich so an? Das ist aber nicht nett. Sehr kurzer Rock. Und jetzt, Göre Ricarda. Also ich muss schon sagen, die Namen sind sehr gewöhnungsbedürftig. Taubsi Level 9. Setzen wir als erstes natürlich Egelsamen ein. Ich glaube auch nicht, dass es besonders effektiv ist. Deshalb bleiben wir auch gleich bei Tackle. Denn wenn wir wirklich noch am Mondberg vorbeikommen, dann sollten wir uns wirklich die AP-Punkte sparen von Rankenhieb. Weil wir haben 10 Stück nur und Tackle haben wir eben 35. Und wir heilen uns hier ja auch mit Egelsamen immer ganz gut selbst. Und jetzt kriegen wir Azure. Was war das denn? Dann sind wir jetzt auch schon wieder voll. Also in puncto KP. Nicht betrunken oder sonstiges. Ah, schade. Das hätte jetzt gut und gerne auch ein Volltreffer sein können. Genau, und dann setzen wir jetzt nochmal... Ach, die letzten paar HP-Punkte hat sie geklaut. Ich weiß, ich verwechsel immer KP, HP und bringe das so ein bisschen durcheinander. Ich bitte, das zu entschuldigen. Vielleicht kriege ich das ja im Laufe hin, das richtig einzusetzen. Wir werden nicht das Pokémon wechseln. Was hat denn Ricarda? Schon wieder ein Taubsi? Na gut. Ein weiteres Opfer auf unserer Liste. Wieder schön Egelsamen. Windstoß. Oh, der hat aber rein... Oh, sehr effektiv. Oh, nicht schön. Müssen wir... Jetzt die Frage, ob Rankenhieb... Ach, wir werden das auch so schaffen. Und ich denke, wir werden auch gleich mal einen kleinen Cut machen. Aber vorher werde ich nochmal schnell in die... ins Pokémon Center sprinten. Kampf. Tackle. Das sollte reichen. Oh, das war's jetzt auch schon. Denn so weit ist jetzt der Weg noch nicht. Ich würde gerne Bisasam noch mal komplett heilen. Das ist, denke ich, keine schlechte Idee. So, sagt sie zu uns, dass wir gefährlich sein. So, dann sprinten wir noch ganz schnell zurück. Ich muss sagen, das ist eine... Die gab's früher aber hundertprozentig nicht, diese Treter. Also ich hatte nie welche. Oh, wir sind falsch. So, schnell nochmal die Pokémon abgeben.
Jetzt bin ich aber gerade völlig verwirrt. Jetzt gehe ich erst in den Markt, wollte ich zur Arena. Jetzt ist das aber hoffentlich richtig. Genau. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Mhm. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Dankeschön. Und dann werde ich auch jetzt eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf der Route 3 in Richtung Azuria City.